So, liebe Campingfreunde, live nochmal kurz hier von der CMT, vom Abbau hier in Stuttgart. Schön war's. Warten wir mal, bis noch ein paar Leute online sind. Und dann gehen wir mal hier noch kurz durch die paar Quadratmeter, wo hier noch übrig sind. Es geht ratzfatz, also wirklich so nach einer Stunde Ende wird hier wirklich alles rausgefahren, was geht. Das ist echt interessant. Und ich habe gedacht, jetzt machen wir einfach mal kurz noch den Livestream an, ne? Weil viele von euch interessiert es ja auch, hinter die Kulissen mal zu blicken. Wie sieht es hier so aus, ne? Und ich würde sagen, schalten wir mal kurz die Kamera um und dann haben wir einen besseren Blick. Zack. So, hier wird fleißig am Apollo noch gearbeitet. Ne? Der kriegt nämlich jetzt noch, hi, Hobbyfamilie, moin. So, wir sind live, Frank. Ja, nicht erschrecken, also nichts Schlimmes sagen, wir sind live jetzt gerade, gell? Und deswegen hier, servus Pitt, servus, hoi, hier ist der Frank, ja, der ist am Schrauben. Genau, Werkzeug ja. Fehlt noch, jetzt müssen wir improvisieren, dass wir Feierabend machen. Jawohl, noch an der Seite hier die Verbreiterungen drauf, sodass man auch fahren kann, ne? Dass das alles passt. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie es hier hinten aussieht, da steht nämlich nicht mehr viel. Hallo Aki, hallo, Grüße aus München, servus, die Hinzis, ihr seht schon. Hier geht's ratzfatz. Ja, hier werden jetzt die Fahrzeuge rausgefahren. Das geht echt da wahnsinnig schnell. Roberta, stellen die Fahrzeuge noch. Die kommen jetzt dann gleich auf den Hänger. Und dann passt es. Sascha, ihr seid schon daheim. Jawohl, jawohl, ich jetzt auch gleich. Ja, auf der Seite sind noch die Stahlfelgen drauf, wie ihr sehen könnt. Da kommen jetzt dann auch gleich noch die richtigen. Und jetzt hat kurz das Telefon geklingelt. Mein Schatz hat angerufen. Aber vielleicht schaltet sie ja auch gleich live. Dann ist sie hier dabei, ne? Ja, also ich fahre jetzt gleich hier mit dem guten Stück los zu Akira, zu Caro, denn das Leben ist viel zu kurz für irgendwann, ne? Wenn die Jungs hier fertig sind, die wollen natürlich auch Feierabend haben, ganz klarer Fall. Da geht schon das nächste Fahrzeug hier auf Achse. X-Bull ist am Start, die fahren jetzt auch nach Hause, ne, wie ihr sehen könnt. Jawollo, da wird natürlich aufgepasst, dass da nichts noch irgendwo angeschrammt wird. Also die Messe ist echt gut gelaufen, muss ich sagen. Ganz viele Leute kennengelernt, super Leute kennengelernt. Grüße aus dem Zürcher Oberland. Bruno und Doro, servus. Passt beim Rausfahren auf die herumliegenden Spackschrauben auf. Ja, genau, du sagst es, Pitt. Du sagst es. Ja. Überall wird gehämmert, abgeschraubt, was auch immer, Autos rausgefahren. Eine Hektik, denn die nächste Messe steht schon wieder vor der Tür hier. Das geht alles ratzfatz. Viel Spaß. Grüße Miriam aus Leonberg. Ah, gar nicht weit weg. Grüße gehen rüber nach Leonberg. Danke, danke. Ich freue mich jetzt natürlich wie Schnitzel. Zum ersten Mal jetzt hier mit einem Fahrzeug mit Kennzeichen drauf aus der Halle fahren. Das ist natürlich absolute Premiere. Und ja, hier wird gehämmert und brutal, hier ist ein Krach in der Halle. Also falls ihr da Kopfhörer braucht, easy, easy, easy. Ja, auf der Seite ist jetzt schon fast nichts mehr zu sehen. Die großen Hobby, wie sie alle heißen, die brauchen natürlich noch ein bisschen länger. Gucken wir mal da ein wenig rein in die Mitte, wie es dort aussieht. Hey, über 80 Leute schon am Start, obwohl ich hier ganz spontan nur kurz eingeschalten habe. Vielen Dank, Gruß geht raus an alle. Ich muss mal den Livestream hier. Ah, da ist er, Franz. Grüß aus Höxter. Jawohl, Livestream. Chat ist aktiviert, sodass ich dann auch lesen kann. Jawohl. Ist auch wichtig, ne? Also, ihr seht schon. Hier ist jetzt ein Trubel. Die wollen alle Feierabend, die Jungs, nach 10 Tagen Messe. Ganz klar, da will man natürlich auch irgendwann wieder zu Hause sein. Gruß aus Altenklan. Gruß geht raus, Kai. Vielen Dank. Ja, nochmal zurück. Schön, mal so lange auf einer Messe zu sein. Normalerweise bin ich ja immer nur ein paar Tage. Und es war richtig cool, weil ich habe so viele Menschen getroffen. Messe war cool, waren am ersten Wochenende da. Jawohl. Vielleicht haben wir uns ja auch gesehen hier am Roberta-Stand. Oder irgendwo eine Halle, denn ich bin ja auch immer wieder mal durch die Hallen gelaufen, habe einiges gefilmt und habe unfassbar viele Menschen kennengelernt. So nette Menschen waren hier. Wirklich groß geht raus an alle, die da waren.
So schnell baut sich alles ab, Hobbyfamilie, ja. Das ist so. Hobbyfamilie auch am Start gewesen. Sui TV, Gruß aus Augsburg. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Ganz wichtig für alle, die mal eine Alufelge montieren wollen, das nennt sich ein Zentrierring. Warte mal, ich gebe dir mal kurz das Mikrofon, dass man dich auch hört in der Halle. Dass man mich auch hört. Also für alle wichtig, die Felger sind ja praktisch die ersten Felger, wo so gebaut wurden. Und es gibt ja die gleichen Lochkreise, aber unterschiedliche Zentrierungen der Felgen. Und damit die richtig sauber rund laufen, gibt es sogenannte Zentrierringe, die müssen einfach eingestellt werden, damit praktisch das Rad sauber, können wir nachher mal vielleicht ein Bild machen, wenn wir das nächste Rad runter haben, dass man sieht, wie viel Luft da ist. Und man kann eine Felge noch so gut auswuchten, wenn die Zentrierung nicht passt, passt Rad nicht. Okay. Die kamen jetzt auch noch per Express, gell? Genau. Auch noch auf die Schnelle? Absolut. Und darum, im Moment fehlt uns noch der Hänger mit dem Werkzeug. Deshalb tun wir gerade ein bisschen improvisieren, dass wir auch halt bald heimkommen. Roadtrip Maniacs, Gruß geht raus. Mensch, bei denen zwei war ich essen, die waren in Marokko. Vielen Dank nochmal, Sandra, für das lecker Essen hier vorgestern. Hat mir recht Spaß gemacht. Heike, danke, danke, Gruß geht raus auch. Ja, vielen Dank, Frank, vielen Dank für die wertvollen Tipps hier. Genau, ja. Prima. Wir schauen Frank ab und zu mal wieder ein bisschen über die Schulter hier. Nochmal hier... Sven und Sandra. Roadtrip Maniacs. Oh, war das lecker, das Essen. Auch mal schön, wieder vertraute Gesichter zu sehen auch. Und überhaupt auch Gesichter zu sehen von Menschen, die unsere Filme schauen. Ne? Das ist ja immer so, man guckt ja immer so wie jetzt gerade auch in die, ja, ins Handy und filmt ein bisschen. Aber die Leute, die die Videos schauen, die, mit denen hat man ja meistens nur per, ja, wenn überhaupt, per Kommentare Kontakt. Und die Leute mal zu treffen, das war so toll. Ja, Kuss geht raus, Roadtrip Maniacs, die zwei auf Instagram auch mal verfolgen. Die haben eine richtig tolle Tour hinter sich, aus Marokko sind die gekommen und haben hier noch einen Abstecher gemacht. Alle, die leider keinen Camperspritz mehr bekommen haben, tut mir wirklich leid. Ich habe mich da ein bisschen, ja, habe das ein bisschen unterschätzt. Ich habe gedacht, das wird, das langt, diese 100, 150 Dosen, aber die waren so schnell weg. Aber wer weiß, ne? Vielleicht bei der nächsten Messe oder bei einem Treffen gibt es dann wieder was zu trinken. Ja, auf alle Fälle, dann ist es so schon eine staubige Sache, so eine Messe. Ne? Absolut. Ja, eben, die, also nochmal zu den Felgen. Die sind ja neu aus den USA und die gibt es hier in Deutschland noch nicht. Und deswegen braucht man die Zentrierringe auch. Ne? Geiles Auto, danke Thomas, vielen Dank. Und deswegen hat sie die Zentrierringe noch gebraucht und die kamen dann auch noch per Express an hier. Also wirklich das Team hier Hand in Hand. Eine Familie, da hilft der eine dem anderen. Wir jetzt hier wieder Simon und Frank am Start. Simon hier, der Chef von FWS in Neustadt an der Weinstraße. Und hier der Frank, Sperrfechter in der Nähe von der Heilbronn. Sperrfechter Freizeitpark oder Sperrfechter Caravaning. Dort kann man Robettas mieten. Auch mit Hund gern. Alle Variationen. Helios hier, Apollo. Und auch in H3, wenn man mal möchte, kann man die Fahrzeuge einfach auch mal mieten. Ne? Oder einfach nur beim Frank auf seinem wunderschönen Campingplatz einfach mal ein schönes Wochenende verbringen. Wirklich traumhaft da mit zwei Seen. Macht richtig Spaß. Ich habe auch schon ein Video darüber gemacht mit der Caro zusammen und der Akira. Das war echt toll. Jetzt gucken wir mal, wo der Zentrierring kommt. Mal gucken, was der Frank da so macht. Der Zentrierring. Ja. Sieht man, das ist nicht viel, ganz, ganz wenig. Hat aber eine Phase, muss man aufpassen, dass man es auf die richtige Seite steckt. Und dann kommt der Zentrierring nachher so rüber und dann kann die Felge passt dann ganz sauber damit rein. Okay, genau. Wissen wir das auch schon? Ne? Live dabei, Leute, live dabei. Ja. Wer hat das schon? Gott sei Dank war auch ORC hier gerade am Start und die haben uns dann auch noch schnell hier so Verbreiterungen gebracht. Ne? Aki, hast du Kai getroffen? Ja, natürlich. Kai war auch hier am Start. War auch hier am Robetta-Stand. Wir haben ein bisschen getalkt, gesmalltalkt. Aber wir beide, wenn wir uns treffen, wir lassen immer die Kamera aus. Ja, ich habe das nicht so gerne, sich gegenseitig irgendwie zu pushen oder sonst was. Kai war hier auch die ganze Woche. Ich glaube sogar, er ist immer noch hier, wenn mich alles täuscht. Gruß geht raus, auf alle Fälle. Ja, da war er auch in Marokko und wo nicht alles. Wirklich tolle Videos, wo er macht. Hammer. Thomas hat ihn am Sonntag getroffen, cooler Typ, absolut, absolut, alles coole Typen. Da ist ja sowieso eine Familie, die ganze YouTuber-Szene. Erstes Wohnmobil gemietet, Christian, okay.
Ja, wie gesagt, wir sind ja eine riesen Familie, die ganze Wohnmobil-YouTuber-Szene oder Wohnwagen, auch wie sie alles heißen hier. Sascha von Wir sind Camper, René von Hobbyfamilie, Tobi, Markus, Kai, wie sie alle heißen, ne? Und an so einem Event trifft man sich halt mal wieder. Das Coole war auch, Alan Heath war hier. Wer ihn nicht kennt, schaltet mal ein. Und wir haben 2, 3 richtig coole Videos gemacht. Auf Englisch, auf seinem Kanal. Die kommen dann die nächsten Wochen. Mit meinem bescheidenen Englisch wird es sicherlich lustig, ne? Denn der Alan hat mich da schon doch einiges ausgequetscht. Alan Heath ist ja ein Engländer normalerweise. Er wohnt normal in der Ukraine. Leider wissen wir ja, was da los ist. Und seitdem reist er mit seinem Wohnmobil umher und macht tolle Videos. Auf jeder Messe vertreten, etc. etc. Ne? Ja, schön, dass ihr alle dabei seid, so kurz und bündig. Gute Heimfahrt, Aki, bringe deinen neuen Roberta gut nach Hause. Schön, dich mal live zu sehen. Bernd, vielen Dank, dass du auch da warst, ne? Wie viele, viele andere von euch. In 10 Tagen, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen ich getroffen habe. Kann ich gar nicht sagen, wie viele Menschen ich getroffen habe. Mit dem Autogramme geben, nimmt es mir nicht übel. Es ist wirklich komisch, viele wollten noch ein Autogramm. Aber irgendwie finde ich, ich habe es zwar gemacht, gerne, aber irgendwie kommt man sich da schon sehr komisch vor. Denn ich bin ein stinknormaler Camper, wie ihr alle. Ne? Bloß bin ich halt ein bisschen öffentlicher mit meinen Reisen oder unseren Reisen. Ne? Danke für den kleinen Live-Einblick. Gerne, René. Und ich freue mich auch wieder, wenn ich euch treffe, auch hier ein bisschen Liebe da lassen, Hobbyfamilie. Tolle Menschen, tolle Familie. Tolles Campercamp, auf das ich mich wieder freue. Hat richtig Spaß gemacht. Lässt du deinen Apollo mit neuen Felgen bestücken? Sehr schön. Ja, auf alle Fälle. Das sind diese Felgen hier. Sehen ein bisschen aus wie Delta-Felgen, aber sind XD-Series aus den USA und können dann irgendwann demnächst bei PCS Customer Service bestellt werden oder eben bei Robetta, wie nachdem. Und ich finde die noch nice. Sind auch hier auf dem grünen Fahrzeug drauf, das auch verkauft ist hier. Das auch auf seinen neuen Besitzer wartet. Auch hier sieht es richtig geil aus. Ne? Und hier sieht man mal den Unterschied ohne Verbreiterung. Ne? Die stehen schon ziemlich ab. Ne? Unter meinem Fahrzeug wurden jetzt noch ORC-Verbreiterungen dran gemacht, dass das Ganze auch wirklich gut durch den TÜV geht. Hier sieht man den Unterschied. Ne? Ich denke, das ist wirklich notwendig. Sobald man 18 Zoll Felgen hat in dem Ausmaß, muss das schon drauf sein. Hallo, T4-Liebe. Hans-Günther Bernhard, diese Felgen poliert, das wäre genial. Ja, die gibt es in verschiedenen Varianten. Könnt ihr mal auf die Homepage gehen, XD-Series. Da gibt es ganz viele Variationen. Wir haben uns jetzt für die schwarzen, da ist der Eugen, wir sind gerade live. Es kommen viele Fragen ein bezüglich den Felgen. Ja. Gibt es die in Zukunft auch? Die Felge ist jetzt in Vorbereitung mit der Einpresstiefe 56 und wird also schätzungsweise im Mai verfügbar sein dann. Okay. Hat eine veränderte Einpresstiefe. Und das Ganze dann auf PCS Customer Service? Genau. Okay. Schaut mal vorbei, immer mal wieder. Irgendwann sind sie dann auf dem Online-Shop erhältlich oder eben genau. beim PCS. Auch die beim Sprinter. Auch die beim Sprinter. Schauen wir die mal an, beim Sprinter. Ja, da sind auch Felgen drauf. Oh, die sehen auch stark aus. Ja. Die habe ich noch gar nicht genauso betrachtet. Black Reno. Sehen also auch geil aus. Die sind passend, da warten wir aufs Gutachten. Ja. Ne? Ja. Also die passen schon. Ne? Okay. Sprinter allgemein, euer Adonis, wie ist der an den angekommen? Ja? Genial. Absolut genial. Ja. Also wir haben sogar online schon einen verkauft von Kunden, die Filme gesehen haben über das Fahrzeug. Und auch hier, also das gibt einen Knaller. Ne? Wird es den Sprinter dann auch in der längeren Version geben? Geplant für 24, okay. Auf der 680er Version. Ne? Erst ist jetzt mal, wir haben momentan nur Heckantrieb. Und ab schätzungsweise Juni, Juli ist das Fahrzeug auch in Allrad verfügbar. Toll. Prima. Also, alle Fahrzeuge hier verkauft, die hier auf dem Messestand stehen.
Ziel erreicht, würde ich sagen. Da kann man auch ein Bierchen trinken. Ich distanziere mich davon. Alles gut, Simon. Ja, und jetzt sieht das. So wird es jetzt passen. So passt es jetzt, ne? Schaut euch das an. Zentrierringe drauf und jetzt eben auch die Verbreiterungen. Und jetzt lassen sie mich auch so auf die Straße, ne? Ja, das, der Simon, der war ja hier nicht am Roberta-Stand, der war ja eher bei Konkurrenz, ne? Mitbewerber, ja. Mitbewerber, aber ja. Du hast ja auch bei dir in Neustadt, hast du ja Ventura, ne? Genau, Ventura, Kamann, Forster und natürlich Roberta. Ja. Wie ist es bei euch gelaufen? Verhalten, aber zufriedenstellend. Ja, verhalten, sagt er jetzt aber mal wieder hier mit Rekordverkauf, ne? Also, ja, das, da kann man sich auch mal ein Bierchen gönnen, Simon. So, Leute, schön, dass so viele dabei sind. Wow, und das so kurzfristig, hätte ich nicht gedacht. Wir können nochmal hier schauen, wie es jetzt da vorne aussieht. Thomas, die meisten verkauften Autos vor Ort. Ah, schade, schon wieder weg. Hallo miteinander. Ralf, servus. Ralf Steinhilber, auch hier gewesen am Messestand. Lang gesprochen. Schön, mal wieder gesehen zu haben. Ralf, ne? Du weißt Bescheid. Liebe geht raus. Und das ist immer toll, so Menschen zu treffen, ja, die einfach ehrlich sind, die direkt sind, einen ansprechen und einfach so freie Schnauze mit mir ein bisschen plaudern, so wie ich halt auch bin. Ne? Freie Schnauze. Die meisten verkaufen Autos vor Ort oder nicht, bestimmt gute Geschäfte gemacht. Ja, ich denke mal, also ich weiß es nicht natürlich überall, wie es in Ständen ist, aber hier ringsrum. Egal, welche Marke ich hier sehe oder gesehen habe, die haben alle, sind alle sehr, sehr zufrieden und haben ein Lächeln im Gesicht. Gehe ich mal davon aus, dass die Geschäfte gut gelaufen sind. Ne? Hier fährt ein Affinity raus, hoffentlich der hupt auch, so gehört sich nämlich. Ich werde hier auf jeden Fall gleich hupend rausfahren. Ja, der nächste Affinity hier rollt raus und ich werde jetzt dann nachher mit dem freien Schnauze geht immer T4-Liebe, absolut. Ich werde das nachher hier auf jeden Fall hupend rausfahren, definitiv. Nachher, wenn die Kennzeichen dran sind und alles erledigt ist, dann wird der Aki hier hupend rausfahren. Und ihr, wenn ihr Bock habt, seht das natürlich dann auch im nächsten YouTube-Video, wie ich dann mit meinem Fahrzeug auf Reisen gehe, mit der Karo und mit der Akira. Ne? So, ich wollte noch mal kurz live gehen, euch einfach mal so ein bisschen Eindrücke liefern. Wie es hier abgeht nach der Messe, 6 Uhr Gong und los geht's. Ja, schon beeindruckend, wie das alles hier ratzfatz geht. Bei uns geht's halt ein bisschen länger noch, wegen den, ja, ich halte mal wieder die Leute hier auf. Ganz viel Spaß, Dankeschön und schrottfreien Flug. Danke Ralf, vielen Dank, euch auch natürlich, auf alle Fälle. Definitiv. Ja, ich wollte euch einfach mal ein bisschen Feedback geben oder Eindrücke liefern hier, wie es hier so nach der Messe zugeht. Kann's aber ehrlich gesagt auch kaum erwarten. Jetzt dann heimzufahren, ne? Zu Caro, zu Akira, damit die Akira dann morgen auch mal das Fahrzeug beschnuppern kann und auch mal die ersten Blicke reinwerfen kann. Ja, viele haben mich gefragt, hast du eine Soak? Ja, ich habe eine Soak. Ich überlege mir aber auch noch eventuell eine Trenntoilettensystem oder wie auch immer oder ein anderes System, vielleicht wird es auch eine Klesana, ich weiß es noch nicht. Ja? Viel Spaß, der Captain on Tour, danke, danke. Vielen Dank. Ich weiß es noch nicht, was es wird. Wir sind eigentlich auch ganz zufrieden mit der Chemietoilette. Wir nutzen ja keine Chemie eigentlich, aber wir sind eigentlich im Großen und Ganzen für eine 3-Wochen-Reise. Reicht uns das, ne? Mach's gut. Danke, Hobby von mir, René. Macht's auch gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wundert mich jetzt echt, dass so viele eingeschaltet haben. Ich wollte ja eigentlich nur mal kurz und spontan hier live gehen. Aber es hat sich doch gelohnt, für den einen oder anderen ein paar Eindrücke zu kassieren, ne? So, in diesem Sinne, ich mache jetzt auch Feierabend und noch kurz was trinken, Kaffee trinken, den Jungs hier ein bisschen helfen und dann geht's ab auf den Highway. Bleibt gesund, wir sehen uns bestimmt bald wieder und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet, wenn ich hier hupend aus der Halle fahre. Bis dann, ciao.